Der Stab funktioniert nicht mehr, der hat den Geist aufgegeben. Huhuhu und willkommen an alle, die auch dieses Mal eingeschaltet haben. Wir sind hier wieder in einem Minispieler, nicht Minispieler, Einzelspieler-Projekt nach meiner letzten Let's Adventure Map. Heute sind wir auf der Parkour Map. I Broke My Keyboard von Halbzwilling, vorgeschlagen vom lieben Bettlaken Gamer. Kommt zwar ganz schön spät, aber hier ist es. Ja. Und ich denke mal, dass ich ganz schön viel Spaß hieran haben werde. Ja, hier ist die Map verwendet ein eigenes Ressource Pack. Also werde ich aber mal hier gucken, was ich mache. Und mal lesen, was hier steht. Ich spiele auf der Version 1.8.3 mit Optifine. Und ich habe meine Render Distance gerade ein bisschen runtergestellt, weil ich das, vorhin brauchte für den Animal Dungeon auf Woodcraft. Naja. Hallo Amador, danke, dass du diese Map spielst und mich unterstützt. Feedback senden an irgendetwas. Okay. Okay, ich merke auch, ich kann hier nicht sprinten. Ich kann hier nicht springen. Okay. Nicht 1.8, nicht 8.8. Nicht 1.8.1 oder 1.8.2, 1.8.3. Ich glaube, ich habe die falsche Version. Ich habe nämlich nur 1.8.3. Das sieht man hier nirgendwo aus irgendwann. I Broke My Keyboard, Version 1.1, 10. April 2015. Diese Karte ist eine Challenge für alle Parkourmeister. Denn hier kann man weder sprinten noch springen. Es ist absichtlich schwer gestaltet. Alles ist machbar. Halbzwilling. Ein unkommentierter Walkthrough brauche ich nicht. Ach ja, deine Tastatur ist nicht kaputt. So, gucken wir, was wir hier machen müssen. Steht da? Ein Schalter kann alles verändern. Vielleicht so? Irgendwie? Nein? Also, hier ist auch wieder eine Druckplatte. Die Blöcke sind anders. Also, denke ich mal, dass die sich bewegen. Oh ja, tun sie auch. Cool. Aha. So, was haben wir hier? Ein Enchanting Table. Und ein Schild. Manchmal ist es sinnvoll, einen Schritt zurück zu gehen. Joa, die Gitter sind jetzt weg. Gut. Einen Slimeball haben wir hier. Dann, wieder los. Flip. Und ja, da sind wir dann hier. Das sieht ganz gut aus. So. So, wir haben einen Slimeball. Was auch immer wir mit dem machen wollen. So, nein. So vielleicht. Okay, so haben wir die Tür da aufbekommen. Was machen wir denn jetzt? Was mit diesem Enchanting Table hier zu tun? Ah, so. Perfekt. Whee! Und nochmal. Whee! Und. Wohey! Super. Nächster Raum. Leitern. Gang. Würde ich mal sagen. Hip. Hip, hip, hip. Hä? Was? Das hat nicht funktioniert? Das kann aber nicht angehen, ich meine. Achso, ich muss Shift halten, ne? Okay. Also denke ich, dass es so tauschen hat. Schau nach oben, um dich festzuhalten. Frage ich, wie das aussieht. Ja, cooler, wenn ich die Hände nach oben ausstrecken sollte, aber ich weiß, was wohl ist. So ranhangeln oder so. Ab hier beginnt der Speedrun-Timer. Beeil dich. Okay, es sind Treppengänge, also immer von hoch auf tief, würde ich mal sagen. Also jetzt hier runter.
Jetzt dort, nein, so nicht. Hoch auf tief, das ist die Devise. Dann also hier hoch. Na, hey, hey, das war doch richtig. Nochmal. Zack, zack, zack. Ah, nee, so nicht. So auch nicht. Aber ich weiß, was man machen muss. Also, so an mir nagen tue ich hier gerade noch nicht. Das war... Uah. Das hat wieder dazu beigetragen, noch mehr an mir zu nagen. Ui. So. Jetzt Konzentration. Ja. Konzentration. Yay. Wow. Dieser Klopf ändert alles. Oh Mann. Okay, ich weiß, wie das funktioniert, aber... Also, ich muss den Knopf drücken und dann laufen. Lauf, 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 Junge. Nein! Runtergefallen. Nee. Hä? Wie soll ich denn wir schon hinkommen in der Zeit? Ich bin nicht schnell genug. Da drin ändern sich irgendwie alle möglichen Blöcke andauernd, aber... Na, gucken wir mal. Oh, ich bin nicht schnell genug. Ich kann nicht springen, ich kann ja nicht sprinten. Also es muss in diesem Schneckentempo funktionieren, was ja... Für Jump'n'Runs ist das hier schon ein Schnecken... Ah! Ja, für Jump'n'Runs ist das ja schon ein Schneckentempo. Das zieht ein bisschen zu schnell ein, ne? Ja, ich hab den Dreh aber raus. So in etwa. Ich drücke den Knopf immer gerne vorbeigehen, dann ist man hier schon im Gang drin. Hoffentlich bekommt man hierdurch einen Geschwindigkeitsvorsprung. Ah! Ich bin immer ein bisschen zu lange auf der Leiter. Das muss es sein. Yo! So, was ist passiert? Ich weiß es nicht. Hey. Soll ich hier ein bisschen rechtzeitig hinkommen? Ah. Nee, das klappt gerade so nicht. Hä? Wie komme ich da vernünftig hin? Ah! Ah, schlau sein. Gut. Schlau sein, jetzt ein bisschen schneller machen. So. Ah! Ich reagiere manchmal ein bisschen hektisch, wenn sich Blöcke schneller bewegen. Das ist mein Problem. So. Oh hey, wir sind im nächsten Level. Gut. Ah, ich muss mir merken, wo die weißen Blöcke sind. Die sind nämlich immer in diesen Lücken. Ah, ich muss shiften, glaube ich. Ah. Mensch. Klänge der Klänge des keine Ahnung. Nicht schaffens. Puh. Oh Gott, nee, ne? Zu früh. Das war auch zu früh.
Timing! Achso, ja, das ist ein Checkpoint, okay. Yeah. Immer schön mit dem Rhythmus vereinen, dann kriegt man das auch hin. Perfekt. Oh, ich habe den Stab bekommen. Rechtsklick, Modus wechseln. Oh, okay. Ich glaube, diese Köpfe können wir jetzt größer und kleiner machen. Here we go. Oh, das sind Türen. Oh, wie süß. Oh, okay. Dann also, jetzt kommt Rot oder Magenta, ja, dann Blau. So, da haben wir das hier. Schleiche mit, um mit den Mikroblöcken zu interagieren. Was schleichen? Oh, okay. Also ja, da hatte ich dann nicht die ganze Zeit die Tore aufmache. Okay. Könnte ich denn jetzt noch hinkommen? Ah, fast. Und here we go again. Jetzt aber die ganze Zeit Pille dran nach oben gucken, damit ich nicht am laufenden Band gegen die Tiere schlage. Hä? Hallo? Hallo? Stopp! Leute. Der Stab funktioniert nicht mehr, der hat den Geist aufgegeben. Der Stab hat den Geist aufgegeben. Nein. Was ist passiert? Leute, der Stab hat den Geist aufgegeben. Das ist nochmal lustig. Es funktioniert nicht mehr. Ich kann den Stab auch wegwerfen, das funktioniert, das klappt nicht mehr. Ich kann das Ding hier gar nicht mehr fixen. Oh hey. Toll. Ich glaube, dass ich dann die Map hier neu starten muss. Oder so ähnlich ist. Auf jeden Fall beende ich hier mal den Part. Mal gucken, was ihr sonst noch so auf Lage habt. Der Stab hat den Geist aufgegeben. Man könnte sagen, dass ich sehr erfreut bin. Man könnte auch das Gegenteil meinen. Ah, es ist blau. Das Spiel hat keinen Bock mehr. Ja. Dann beende ich den Part hier mal. Könnt ihr mal so, wenn ihr eine Idee habt oder es schon mal gespielt habt und wisst, was passiert ist, dann könnt ihr mal hier unten mal schreiben, was passiert ist. Und dann sehen wir uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder bei I Broke My Keyboard und anscheinend habe ich das Spiel zerbrochen.